Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Severance Blade of Darkness. Nachdem wir die letzten Folgen, die Anfangslevel des Ritters und des Zwergen, komplettiert haben, wollen wir uns heute mal dem Barbaren widmen. Das ist dieser junge Herr hier. Sein Name ist Tugaram, hat 80 Leben, also 20 weniger als der Ritter, hat dafür aber 2 Angriff, keine Verteidigung. Ist 25, 2,25 Meter groß, also ein Riese eigentlich, wiegt 130 Kilogramm. Seine Spezialität sind, was man bei der Größe durchaus erwarten kann, zweihändige Äxte und Schwerter. Tutorial brauchen wir auch hier nicht, sondern wir steigen direkt ein. Sisters, what mysteries, what fate awaits you in the shadows of its sacred walls? So, da sind wir auf dem Weg hinein nach Kashgar. Schalten auch hier gleich erstmal die ganzen Attacken durch. Slice, right slice, left slice. Ihr habt es vielleicht bemerkt, beim Ritter hießen die einzelnen normalen Schläge noch Left und Right Light Attack. Beim Zwergen hießen sie Smash, hier heißen sie Slice. Ich bin mal gespannt, wie sie bei der Amazone heißen werden. Aber jetzt sind wir schon fast... Da sehen wir auch vorne schon den ersten Gegner. Das heißt also auch die... Ja, die heiligen Gründe der Barbaren. Das ist nämlich eigentlich eine... heilige Beerdigungsstätte oder sowas für die Barbaren, wurde von diesen Typen überrannt. Das kann ich natürlich nicht gutheißen als Barbar. Deswegen werden wir die hier gleich mal von hier vertreiben. So geht's besser. Na. Wie ihr vielleicht auch schon bemerkt habt, hat der Barbar, wenn er das Schwert gezogen hat, eine Angriffskraft von 7, wie ihr unten rechts sehen könnt. Der Zwerg hatte mit seiner ersten Waffe nur 4. Ne, 5 glaube ich. Der Ritter hatte 4. Das ist also bisher unser stärkster Mann. Dafür hat er eben auch keine Verteidigung und am wenigsten Leben bisher. Und wie ihr vielleicht auch schon gesehen habt, er weicht etwas besser aus als Ritter und vor allem als der Zwerg. Jetzt haben wir die erstmal hier weg. Jetzt zeige ich euch gleich nochmal ein, ja gut, Secret würde ich es jetzt nicht nennen, aber es ist eben kein offensichtlicher Weg, den man hier gehen kann. Ich muss, man kann ihn gehen. Ich gehe ihn eigentlich immer wieder ganz gerne, weil A, steigen wir da ein Level auf und B, finden wir da einige tolle Sachen. Und dafür, dass es hier ein Fluss, glaube ich, sein soll. Ah ne. Eher nicht, ist doch ein See, aber trotzdem ist es doch schon komisch, dass die Blutflecken hier ja einfach so auf der Oberfläche bleiben an Ort und Stelle, dass sie nicht irgendwie davontreiben oder sich irgendwie verteilen oder so. Ist alles schon merkwürdig. Beziehungsweise nicht merkwürdig, sondern unrealistisch.
Was haben wir denn hier wieder? Spinnen. Ja, Spinnen sind zum Glück auch eher zögerlich in Sachen Angriff. Das hätten die uns hier bestimmt jetzt schon getroffen. Na, komm schon. So, ein bisschen Reichweite, zack. Und weg ist sie. Eine Full-Life-Potion, die wir sonst hier nicht gefunden hätten. Ein Bogen und ein Köcher. Was wir ja als, ich glaube auch als Ritter und als Zwerg erst im zweiten Level dann finden könnten. Und Level Up. Schauen wir gleich mal nach. Wie ihr seht, hat der Barbar eine Waffe weniger als der Zwerg, weil ihm eben die Keule fehlt. Und wir können auch den allerersten Special Move einer Waffe, nämlich der des Chaos Sword, der Waffe, die wir gerade in der Hand halten, erst mit Level 5 ausführen. Alle anderen waren schon mit Level 4 spätestens verfügbar. Hier ist es Level 5. Wenn wir hier diese Abilities vergleichen mit denen des Zwergen oder des Ritters, dann kommt der Barbar am ehesten allein durch die schiere Masse der Spezialangriffe eher an den Ritter ran als an den Zwerg. Ich bin mir gerade nicht sicher, hat er vielleicht sogar eine mehr als der Ritter? Müsste ich nochmal nachgucken. Auf jeden Fall können wir jetzt schon ganz oben Attack Rage können wir jetzt schon machen. Probieren wir gleich mal aus. Ah ja, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ist allerdings für die Spinnen A ein bisschen overpowered und B treffen wir sie damit gar nicht. Na? Ah, dürft ruhig zu zweit kommen. Ich glaube, im Wahrleben würde von euch doch auch keiner so dermaßen vor Spinnen zurückweichen, oder? Sowas geht auch nur im Spiel, glaube ich. Ihr seht, wir sind wieder hier. Hier kämen wir also raus. Schauen wir mal, ob wir den Sprung schaffen. Tatsächlich. Cool. Da seht ihr es vielleicht, da läuft gerade einer weg. Lassen wir mal laufen. Ach nee, er hat sich umgedreht und uns gesehen. Okay, gut. Dann kommst du eben als nächster dran, mein Freund. Das war aber eine schwere Geburt. Puh. Aber das wird auch besser im Laufe des Levels. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, der sieht uns auch gerade nicht. Anschleichen. Okay, er hat uns gesehen. So. Und weg ist er. Aber wie auch bei den ganzen anderen Levels kommt mir das hier, also bei den ganz anderen Anfangslevels bisher, kommt es mir so, als ob das hier eigentlich nicht der offizielle Weg da rein wäre. Ja, also selbst wenn die Barbaren ein nomadisches Volk wären,
müssen sie doch trotzdem hier irgendwie mit Karren und Wegen oder sonstigen Transportmitteln hinkommen, wenn sie hier ihre Toten begraben wollen. Irgendwie, also... Das Level-Design leuchtet mir einfach ab und an nicht ein. Wir haben ein großes Tor, da kommen wir nicht dran vorbei. Da können wir auch nicht hochklettern. Aber vielleicht habt ihr es ja auch schon gesehen. Es gibt einen Weg. Eine Brücke. Müssen wir nur noch hochkommen. Dürfte aber auch kein größeres Problem geben. Außer ich verkacke das natürlich mit der Steuerung. Was aber mit zunehmendem, also das ist, es dürfte zunehmend unwahrscheinlicher werden mit fortschreitendem Spielverlauf, dass ich die Steuerung verkacke. So, jetzt bist du auch tot. Der hat uns schon wieder getroffen. Aber zum Glück liegt hier Brot rum und da draußen, ihr könnt es vielleicht sogar schon, naja, wahrscheinlich könnt ihr es noch nicht sehen, liegt ein Lebenstrank 150 rum, eine Life Potion 150. Ansonsten gibt es hier nichts. Wenn wir hier weitergehen, dann kommen wir doch tatsächlich wieder zum Tor, allerdings oben hin. So, dass wir hier auf die Mauer klettern können, beziehungsweise auf diese Art, ja, Turm oder was das sein soll. Wir lassen uns aber nicht durch das Loch fallen, sondern springen darüber. Den Grund werdet ihr auch gleich und sofort sehen. Das ist einmal das Bo für die Amazone. Dann haben wir einen Haufen Äpfel, die jeweils 5 Lebenspunkte bringen. Und eine Life Potion 500, die wir natürlich sehr, sehr gerne an uns nehmen. Ich wollte eigentlich gerade gar nicht ausweichen, ich wollte eigentlich den Schlag zu Ende führen, aber irgendwie bin ich jetzt eher den Zwergen gewohnt, von der Steuerung her. Aber das macht nichts. Wir haben nochmal Käse und ein Chaos-Schwert, welches wir auch gerade tragen. Das heißt, wir nehmen es nicht mit. Wo natürlich das Kämpfen mit 2-2 Händen schon cool wäre. Aber es geht, glaube ich, nur bei World of Warcraft. Zumindest von den Spielen, die ich kenne. Duckt sich unter unserem Schlag weg, die Drecksau. So, das hast du nun davon. Das nächste verschlossene Tor. Aber zum Glück hat sie ja ein Loch in der Mauer. Kurz drüber linsen, geht aber nicht. Ja, da hinten sehen wir schon wieder so einen Troll, der ist aber zum Glück weit weg, weil der ist nämlich auch relativ stark und hier drin haben wir nämlich noch einen Gegner, den ich mich traditionell zuerst kümmere, und jetzt kann der Troll kommen. Ich gehe mal ein bisschen entgegen. Seht, er hat 60 Lebenspunkte ins Schild. Und zwar einen der besseren Sorte. Und er ist auch schnell beim Zuschlagen. So, da ist er tot. Level 3 und eine Life Potion 50 hätte er noch da liegen gehabt, falls wir es eben nötig gehabt hätten. Level 3 schalten wir hier den Right und Left Dodge Slice frei.
was ich wahrscheinlich auch eher weniger nutzen werde. Zuallererst. Nee, ich zeig's euch noch nicht. Ich zeig euch gleich, nachdem wir hier oben aufgeräumt haben. Und zwar ist hier drin nämlich auch noch einer. Der natürlich auch keine Chance hat. Gehen wir wieder zurück und dann zeige ich euch, auch wieder so eine Art Secret, was aber eigentlich doch wahrscheinlich zu offensichtlich ist, um als Secret gelten zu können. Hier kann man nämlich runterspringen. Ich versuche immer auf dem Felsen zu landen, aber ja, das klappt meistens eher nicht. Wenn man dann diese Schlucht entlang läuft, dann findet man hier eine Power Potion. Wenn man auf die andere Seite läuft, findet man noch was anderes, nämlich A, den Ausgang, B, tote Orks, aber keine toten Barbaren. Das ist anders als in Castle Salaam, wo wir haufenweise tote Zwerge gefunden haben und nur wenige tote Orks. Sieht für mich so aus, als ob die Barbaren doch etwas wehrhafter wären als die Zwerge, hm? Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Hier haben wir auf jeden Fall noch eine Life Potion 500. Haben wir auch schon wieder zwei Stück. Dann geht's einfach hier hoch. Hier nichts finden in den Kisten. Fässern natürlich. Ist auch nichts drin. Dafür finden wir hier oben aber beim Feuer unser zweites Schwert, das Death Sword. Das dritte von links oben können wir aber noch nicht nutzen, also lassen wir es mal bleiben. Nehmen uns den Käse und das Brot. Und wo wir hier jetzt dann rauskommen, das zeige ich euch nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal.